Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Tython. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Mit Verlaub, Meister Sio, ich möchte trainieren, nicht reden. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Tython, um euch auszubilden. Es scheint, als setzt Meisterin Yuan viel Vertrauen in mich. Sie kennt mich nicht mal. Denkt an eure Grundausbildung und an den Kodex der Jedi. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das ist Yuan. Da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Eure Verspätung liegt sicher an dieser Krise. So ist es. Tython ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit Neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Können wir die Hologramme schützen? Jemand muss an den Fleischräubern vorbei und die Hologrammprojektoren bergen. Das soll die erste Aufgabe deiner Ausbildung sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus, auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Ich berge also die Hologramme und achte auf Fleischräuber. Wo soll ich anfangen? Die Hologramme sind in den Narz. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Story-Let's Play hier auf meinem Channel. Und zwar ist das ein kleiner Unterschied zu unserem klassischen Xessen-Let's Play, wo wir wirklich alles machen. Hier spielen wir tatsächlich nur die Story und die Planetenquests. Planetenquests gibt es auf Tython nicht. Und wir gliedern die Folgen nach Planeten. Heute ist der erste Planet dran. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Der Startplanet Tython und wir beginnen mit dem Jedi-Schatten. Und ja, in Zukunft wird wahrscheinlich auch noch das gleiche nochmal mit anderen Klassen kommen. Dann natürlich aber auch ohne Planetenquest, logischerweise. Die haben wir ja dann hier schon gesehen. Das heißt, wir ignorieren jetzt hier schlichtweg alle Missionen und kümmern uns wirklich nur um die Hauptmission, die wir immer kriegen. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich hoffe, es reicht zum Aufleveln. Ich habe noch nicht viel probiert. Ich habe hier diese Levelrüstung an. Also es müsste eigentlich lang. Das ist ein Jedi-Schatten. Niteva. Eine reinblütige Katar. Mit der neuen Rüstung des begnadeten Schattens. Und dem ganz besonderen Laserschwert. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aktivierungsprotokoll gestartet. Nach dieser langen Stille kommt endlich doch noch jemand. Ich bin Garon Chad. Vor Jahrtausenden war ich einer der Gründer des Jedi-Ordens. Es sind Fleischräuber in der Nähe. Euer Holoprojektor ist in Gefahr und ich soll ihn bergen. Beschützen, ohne zu kämpfen. Das ist ein Merkmal, das ich zum Grundsatz unseres Glaubens machen wollte. Die Jedi mögen sich verändert haben. Aber der galaktische Frieden ist nach wie vor eines unserer Ziele. Aktivierungsprotokoll beendet. Viel Erfolg. Gut, Nummer 1 haben wir schon mal gerettet. Wohin noch? Da machen wir einfach den Kreis voll. Passt eigentlich. So.
Nebenbei killen wir noch ein paar Fleischräuber, damit wir noch ein bisschen leveln. Was haben wir hier in der Kiste? Wahrscheinlich Credits. Ach, nee. Ja, ich habe gedacht, ach komm, was macht man, wenn man nicht weiß, was man macht? Genau, ein Story-Let's Play. Nee, ich habe eigentlich, also Zeit ist immer so eine Sache. Ich meine, man kann ja nicht 24 Stunden lang nur sinnvolle Sachen machen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich schon zur Spannung spiele, nehme ich es auf. Und mach so ein kleines Story-Let's Play draus. Eben mal für die Republik. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ah, es ist noch jemand gekommen, um zuzuhören. Als der Jedi-Orden gegründet wurde, war ich es, Carla Brin, die sagte, dass wir uns der Gerechtigkeit verschreiben sollten. Wahre Gerechtigkeit kann nicht durch Emotionen entstehen. Wir Jedi können unsere Begierden ignorieren und ohne Angst oder Wohlwollen nach der Wahrheit suchen. Wenn man keine Barmherzigkeit spüren kann, leidet die Gerechtigkeit. Mitleid mit dem Opfer oder Wut auf den Verbrecher kann uns blenden. Um klar sehen zu können, müssen solche Gefühle ignoriert werden. Das hat uns gut gedient. Wir Jedi sind bekannt für unsere Objektivität, unsere Ehrlichkeit. Jetzt liegt es an euch, diesen Ruf zu wahren. Aktivierungsprotokoll beendet. Nun gut. Numero dos. Ja, die Rüstung ist einfach prädestiniert für den erstmal heißt sie die Rüstung des begnadeten Schotten. Und zweitens da hinten drauf natürlich noch mit dem helle Seite-Symbol. Also eine bessere Rüstung gibt es eigentlich nicht. Deswegen war die auch so beliebt oder begehrt schon vor dem Release des neuen Pakets damals. Und ja, die Folgen kommen total unregelmäßig. Sage ich jetzt. Wahrscheinlich kommt sie dann trotzdem wieder regelmäßig. Aber halt nicht so, dass ihr jetzt denkt. Ich würde mal den Mittwoch ansetzen, glaube ich. Mittwoch ist ein guter Tag. Samstag kommt die eine und Mittwoch die andere. Ja, das ist eigentlich ideal. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein neuer Jedi, der gekommen ist, um zu lernen? Ausgezeichnet. Ich bin Tars Zendon, Bewahrer der Geschichte. Ein Gründer und Geschichtsschreiber des Jedi-Ordens. Ich sah, wie wir zu Wissens- und Geheimnishütern wurden. Wir Jedi würden die Weisheit der Galaxis bewahren. Solches Wissen zu sammeln klingt nach einem großen Abenteuer. Ich besuchte mehr Welten als jeder andere Gründer. Ich sah, hörte, träumte. Jedi kämpfen gegen Ignoranz, um andere Kulturen zu verstehen und dieses Wissen anderen zu bringen. Vergesst das auf euren Wegen niemals. Aktivierungsprotokoll beendet. So, Nummer 3 haben wir auch abgeschlossen. Ja, Mittwoch klingt gut. Wie gesagt, Samstag kommt unser Main immer, also Xessen, mit seiner großen Story auf zum Lord, der Sith. Und am Mittwoch kommt dann hier Niteva, unsere Jedi-Anwärterin, die versucht, ihren Platz zu finden. Bis jetzt schlägt sie sich relativ gut. Wie viel EP gibt's denn da so? 726? Oh, ein bisschen wenig. Naja, es reicht. Man kriegt ja auch alle Ritt mal so einen XP-Boost. Story langt auf jeden Fall. So, Südwest-Hologramm. Ihr versucht, das Hologramm zu aktivieren, aber nichts passiert. Der Holoprojektor sorgfältig entfernt worden ist. Ja, wo ist er denn? Meisterin Yuan. Ich bin auf ein Problem gestoßen. Einer der Holoprojektoren wurde offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Aber die Fleischräuber stehlen nicht, sie zerstören nur. Ich kümmere mich darum. Wenn du die anderen Hologramme hast, such mich im Jedi-Tempel auf. Ich schicke dir die Wegbeschreibung. Und bitte, Padawan, sei vorsichtig. Okay. Dann gehen wir mal zum Jedi-Tempel. Da wollen wir auch schon die ganze Zeit hin, oder? Oder nicht? Natürlich. So. Mal kurz zum Ausbilder gucken. Ich bin froh, mein Wissen mit Jüngeren teilen zu können. Was ist das? Okay.
Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Dann wollen wir zum Jedi-Tempel. Ja, wie gesagt, das wird jetzt eher so ein bisschen so ein Sprint-Let's Play, würde ich sagen. Wir spielen tatsächlich die Story durch und die Planetenquests auf den folgenden Planeten dann eben. Manche Planeten sind, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich. Ich denke da zum Beispiel an Corellia oder auch Coruscant zum Beispiel, um die in einer kompletten Folge einzeln unterzubringen. Ich will da auch jetzt nicht wieder Stundenfolgen draus machen unbedingt, aber... Also wir machen heute auf jeden Fall erstmal Typhon, wie ich das Konzept dann weiterführen werde. Das lässt sich dann noch bei gegebenen Anlass sehen. Auf jeden Fall der Jedi-Tempel auf Typhon. Sehr schön, sehr schön. Oh, da. Hallo, Hallen. Hallo. Ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuan gesprochen hat. Kaum zu glauben, wie wunderbar Typhon ist, oder? Also auch unheimlich, nicht falsch verstehen, aber wow. Ich meine, seht euch nur um. Tut mir leid, ich plappere. Meisterin Yuan wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Danke, dass ihr die Nachricht weitergegeben habt. War sonst noch etwas? Oh, sicher. Tut mir leid. Geht zu Meister Vettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Okay. Ein sehr aufgewecktes Mädchen. Dann gehen wir mal zu Meister Vettel. Dass wir das schon mal abgeschlossen haben. Okay. Ja, hier. Es ist weise von euch, weiter nach Erleuchtung zu streben. Hör ich öfters. So. Nun hinunter zu Yuan. Die wartet uns schon ganz sehnsüchtig. Das geht nicht. Es liegt nicht mehr in meinen Händen, Kaisen. Ich habe nicht... Padawan, komm doch herein. Das hier ist Kaisen Fess, ein alter Freund. Er macht hier einen Jagdausflug, eine heilige, trandorschanische Tradition. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Dornor Basruk, die Ende Christ. Santalis, Mordavrapsak. Einigen Leuten, sogar einigen Jedi, missfällt meine Freundschaft mit Kaisen. Ich wollte, dass du ihn kennenlernst, bevor du von Gerüchten beeinflusst wirst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Die Jedi haben auch ohne den Verlust ihrer Geschichte in letzter Zeit schon genug verloren. Verlust ist ein kleines Wort für all das, was wir durch das Imperium erleiden mussten. Diese Diskussion muss noch warten. Ich konnte den gestohlenen Holoprojektor identifizieren. Er enthielt das Hologramm von Meister Rajivari. Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Was genau hat Rajivari getan? Über sein Leben ist leider kaum etwas bekannt. Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene Hologramm könnte seine finstersten Geheimnisse beinhalten. Wir müssen es finden. Der Dieb stammt sicher aus Kalikori. Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger angesiedelt. Viele von ihnen sind arm oder hungrig. Warum sind diese Twi'lek hier? Religiöse Verfolgung vertrieb sie aus ihrer Heimat. Hier fanden sie Zuflucht, aber ohne die Erlaubnis der Republik. Ich möchte, dass du nach Kalikori gehst, herausfindest, wer den Holoprojektor entwendet hat und ihn sicherstellst. Aber sei vorsichtig. Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen uneingeschränkten Schutz anbieten, nicht einmal, wenn die Fleischräuber angreifen.
Die Beziehungen sind angespannt. Sobald die Dorfbewohner die Situation verstanden haben, können wir uns bestimmt einigen. Suche in Kalikori Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden und hat vielleicht auch den Holoprojektor gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese Pilger zu treffen, Padawan. Sei vorsichtig. Okay. Machen wir, Yuan. Kein Problem. Aber erstmal bitte den Titel. Sehr schön. Hui. Meisterin des Chaos ist eher damit gemeint, dass ich das Chaos meistere. Also, wie hier halt jetzt Diplomatie und so, also Ordnung in die Sachen bringen. Manchmal auch durch Attentate. Das ist ja meine Aufgabe als Schatten, so ein bisschen. So habe ich eher den Titel jetzt in dem Fall interpretiert. Falls sich Leute fragen, wieso denn jetzt eigentlich Meisterin des Chaos. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. So, Dr. Bajen, Chef der Dorfwache. Bitte reden Sie. Macht noch ein Fass auf. Oder drei. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Und unser Lager kann es verkraften. Ist auch gut so. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ich sehe schon. Fest des Erwachens, Jedi. Ihr seid hier nicht willkommen. Was ist das Fest des Erwachens? Klingt lustig. Ist es. Und Jedi sind nicht eingeladen. Was wollt ihr? Ich glaube, jemand hat einen uralten Jedi-Holoprojektor hierher gebracht. Die Informationen darin könnten gefährlich sein. Wir wissen, was gefährlich ist, Jedi. Dies ist der einzige Tag, an dem wir es vergessen. Ein Holoprojektor. Ja, ich weiß, was ihr meint. Nalen hat einen gefunden. Nalen Raloch. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Habe ich nicht. Aber es klingt, als hätte er einen Ruf. Nalen Raloch. 9 Jahre in Folge Champion bei den Duellen. Er hat mal einen ganzen Spähtrupp ganz alleine vor den Fleischräubern gerettet. Er hat unsere Verteidigung geplant. Schützt uns, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Ohne ihn gäbe es nicht einmal das Fest. Und nein, ich werde euch nicht sagen, wo er ist. Nalen verdient Ruhe und Frieden. Die Daten des Hologramms sind nicht sicher. Nalen muss gewarnt werden. Oder wollt ihr riskieren, dass ihm etwas zustößt? Nalen kann auf sich selbst aufpassen. Gegen Fleischräuber sicher. Aber diese Jedi-Technik ist manchmal seltsam. Nun gut. Nalen ist in das Gebiet der Fleischräuber gegangen. Vermutlich ist er noch dort. Er ist schon eine Weile fort. Dann sollte ich nach ihm suchen. Genießt euer Fest. Ich glaube, Nalen hat dort draußen ein Lager. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, er soll zum Festschmaus kommen. Okay. Dann wollen wir mal Nalen Raloch suchen. Achso, ich wollte noch sagen, wie das Laserschwert heißt. Des Kriegsmeisters. Ja, genau. Ist auch noch nichts weiter drin. Wie gesagt, wir gehen ja einfach jetzt durch. Das ist... Mit der Rüstung ist das erst bis, sagen wir mal, Level 30 sowieso überhaupt kein Problem. Und dann könnte es vielleicht mal sogar eine Aufwertung erst gebrauchen. Vorher eigentlich gar nicht so richtig. Vor allem, wenn wir nachher noch einen Gefährten haben, dann ist es eigentlich fast schon obsolet, überhaupt auf Ausrüstung zu setzen. Weil wir ja, wie gesagt, nur Story machen. Ich wollte euch eben mal die Story so ein bisschen nahe bringen mit meiner Eindruck. Zum Beispiel, das hier ist jetzt von meinem ersten republikanischen Charakter, Kalanesh.
die Story. Der war halt ein Jedi-Gelehrter. Aber ich wollte jetzt nicht direkt wieder einhändig, also er hatte dann sozusagen die kopierten Fähigkeiten, die Xessen auch hat. Ich wollte halt eine neue Kampf, so ein bisschen neues Feeling reinbringen, deswegen habe ich mal ein Doppellichtschwert. Ist auch übrigens mein erster Doppellichtschwert-Jedi, also mein erster Jedi-Schatten. Ich habe einen mit Level 60 angefangen, aber da ist die Bindung nicht allzu hoch. Das Thema hatte ich, glaube ich, damals schon mit jemandem, dass man da irgendwie sich nicht so richtig auf den Charakter einlassen kann. Gut. Schon sind wir hier. Wo ist Nalan? Die Höhle ist erstmal relativ leer. Hui! So. Na los, Niteva. Auf zu Holocron. Ihr macht viel Lärm. Ich komme wegen eines Fleischräubers hier und finde einen Jedi-Padawan. Ich bin hier, um zuzuhören. Um zu denken, mitten unter den Toten. Um für mein Volk zu kämpfen. Warum seid ihr hier? Meine Meisterin hat mich geschickt. Ich soll Rajivaris Holoprojektor zurück zum Tempel bringen. Ich bin Nalen Raloch. Die anderen im Dorf erfinden Geschichten über ihren legendären Beschützer. Aber sie verstehen nicht. Sind die Fleischräuber vernichtet? Nein. Mein Volk wird nicht sicher sein, bis ich ausgelernt habe. Tythons Relikte bergen noch immer Lektionen. Ich höre zu. Ich kann Dinge tun, von denen ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich werde der Beschützer sein, den mein Volk verdient. Wenn ihr dann dieser große Beschützer seid, was ist der nächste Schritt? Wir machen Tython zu unserer Welt. Keine Jedi, keine Republik. Unsere Welt, die wir pflügen, von der wir ernten und die wir verteidigen. Wir jagen die Fleischräuber, bis sie ausgestorben sind. Und dann lachen wir. Rajivari hat mir gezeigt, wie man sie bestraft. Das ist problematisch. Rajivari ist nämlich ein Böser. Die Fleischräuber werden kommen, aber nicht wieder gehen. Ein gnadenvoller Tod, verglichen mit dem, was mein Volk erleiden musste. Ihr werdet uns noch beide umbringen. Es gibt versteckte Wunder, Jedi. Und meine Reise hat gerade erst begonnen. Und jetzt lauft. Oder sterbt. Nehmen wir aber vorher bitte noch das Holocron mit. Okay. Wo denn? Ah, da. Na, da. So, und last but not least. Hallo? Gegner, ich rufe euch. Ah. Okay. Wiedersehen. Wo ist eigentlich meine Schnellreise? Halt. Gehen wir zu hier die Tempelkantine, dann sind wir gleich näher. Ja, kehre zu Meisterin Yuan Par zurück. Also er hat sich sozusagen die Lehren des dunklen Rajivari zu eigen gemacht. Könnte gefährlich sein. Aber mal sehen, was unsere Meisterin jetzt dazu sagt. Die ist ja schließlich die Expertin. Also, wir wollen hier noch bei Sammlung. Halt. Hä, wieso kann ich nicht lenken? Hallo?
Jetzt geht's wieder. Ich kann schon wieder nicht lenken. Konnte man nicht. Wieso kann ich nicht mit meiner Taste. Das ging doch immer. Man konnte doch immer, während man hier reinguckt. Ach, egal. Dann machen wir das halt schnell. Spielzeug. Ah, weil ich vielleicht da oben im Feld drin war. Ha. Huh. Aber es geht ja schnell. So. Dann nehme ich hier noch. Müssen wir nicht immer zum Ausbilder laufen. Den Wirbel würde ich gern hier hinsetzen. Das Ding hier hin, die Welle hier hin und das Ding dahin. Hallo? So. Wo ist denn jetzt die Meisterin da? Genau. Genau, das ist... Herr Padawan, ich habe gerade mit Rana Tao Wen gesprochen, der Tochter der Matriarchin von Kalikori. Es ging um deinen Besuch im Dorf. Ich will, dass du darüber meditierst, was du gelernt hast. Solche Erfahrungen sind es, die uns als Jedi prägen. Ich habe den Holoprojektor gefunden, den ihr wolltet. Wir sollten uns überzeugen, dass Rajivaris Hologramm sicher ist. Der Holoprojektor wurde von einem Twi'lek, einem gewissen Nalin Raloch, gestohlen. Er lernte Machttechniken von Rajivaris Hologramm. Er war offensichtlich instabil. Ein Dorfbewohner? Sehr ungewöhnlich. Dann ist dieser Nalin empfänglich für die Macht. Mal sehen, was er gesehen hat. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein paar Worte. Ist dies mein ganzes Vermächtnis? Nein. Meine Feinde sind schon lange tot. Es ist Zeit. Hört mich an. Ich habe wahre Weisheit zurückgelassen. Für diejenigen, die den Weg gehen, den die erste Klinge weist. Vom Heiligtum des Ordens aus. Alles andere ist vergänglich. Meine Güte. Wahre Weisheit. Padawan. Er redet von der Quelle von Rajivari. Was ist die Quelle von Rajivari? Nachdem Rajivari gefallen ist, behaupteten manche, er habe ein großes Archiv seines Wissens und seiner Lehren erschaffen. Die Quelle von Rajivari. Generationen von Jedi haben danach gesucht und nichts gefunden. Bei allen angesehenen Gelehrten gilt die Quelle als Schwindel, aber wir haben eben den Beweis dafür gehört. Nalin Raloch hat dieses Hologramm gesehen, Meisterin. Mehr von Rajivaris Wissen könnte ihn unglaublich gefährlich machen. Das Hologramm sagte, man solle dem Weg folgen, den die erste Klinge weist. Vom Heiligtum des Ordens aus. Kalett! Die Ruinen von Kalett! Der Name bedeutet geheiligt! Es sind die Überreste einer alten Festung. Den Anzeichen nach wurde Kalett in einer großen Schlacht zerstört. Alte Druiden durchstreifen noch heute diese Ruinen. Aber diese erste Klinge ist ein Rätsel. Ich kenne nur eine Klinge, die ein Jedi schwingen würde. Guter Schluss, aber Lichtschwerter waren noch nicht erfunden. Wir haben mehrere alte Waffen in einem Abschnitt Kaletts gefunden, aber keine erste Klinge. Dennoch ein guter Ort zum Beginnen. Ich habe deine Ausbildung so sorgfältig geplant, aber die Macht hat eingegriffen. Die Quelle von Rajivari zu finden und Nalin aufzuhalten, muss eine große Prüfung sein. Auch wenn die Macht meine Ausbildung bestimmt, will ich eure Hilfe, Meisterin Yuan. Ich danke dir. Du solltest wissen, Padawan, dass der Rat in der Regel eine derartige Ausbildung ablehnt. Aber ich werde ihnen alles erklären. Konzentriere dich vorerst darauf, Kalett zu erkunden und die erste Klinge zu finden. Melde dich sofort über den Holokommunikator, wenn du Erfolg hast. Okay. So, da haben wir dann schon den ersten. Bums. So. Suche nach der ersten Klinge. Wird gemacht. Prüfung in Kalett. Ach ja.
Also wir ergründen gerade die Ursprünge des Jedi-Ordens. Das ist auch mal ganz spannend zu erfahren. Ich finde, ich bin immer fasziniert, wie hervorragend dieser Katar aussieht. Das ist auch mein erster Katar. Es ist wirklich hier viel Premiere dabei. Aber wie großartig Katars aussehen. Und die Rüstung. Bin beeindruckt. Ja, beim Fliegen leckt es immer ein bisschen. Bin gerade bei... Jetzt bin ich wieder bei 60 FPS. Hat wahrscheinlich zu viel laden müssen auf einmal. So. Gut, ich weiß nicht, warum die da unten eine besondere Mission war. Aber kann auf jeden Fall keine Story-Mission gewesen sein. Entfällt in diesem Fall. Aber werden wir uns sicherlich nochmal irgendwann drum kümmern. Ich finde den Trick, den sie macht, wenn sie das Lichtschwert zieht, cool. Liegt das an dem Lichtschwert, oder? Kann sein, oder? Weil das ist ja so ein pinker, also so ein violetter Gegenstand. Hier hat es schon immer geleckt bei denen. Ich weiß nicht, warum. Muss wahrscheinlich erst ein bisschen laden lassen. So, mysteriöses Felsbild. Die Inschrift, die in diesem Stein verwirrt ist, ist durch ihr Alter, ihr genauer Hinseht, desto stärker es ahnt, die erste Klinge, die ihr sucht, zeigen. Sie stehen vor Größe. Die erste Klinge. Ich bewache sie. Sie liegt bei der Asche ihres Schöpfers, des Waffenmeisters. Ich muss die erste Klinge mitnehmen. Die Jedi brauchen sie wieder. Die erste Klinge. Die erste Jedi-Waffe. Aus diesem Ursprung stammt das Lichtschwert. Jahrtausende vergehen. Nur das Heft der ersten Klinge verbleibt. Nur einmal gestört. Rajivari kam. Er erwies sich als würdig. Nahm das Heft. Brachte es später zurück. Vielleicht kann ich dasselbe tun, was Rajivari tat. Erweisen Sie sich als würdig, die Klinge zu nehmen. Die Philosophie des Jedi-Kampfs. Zeigen Sie Verständnis. Der Waffenmeister ließ Herausforderungen zurück. Hier in Kalett. Trainingsdroiden, um seine Schüler zu testen. Finden Sie sie. Segen Sie. Das Heft der ersten Klinge wartet. Okay. Also ein paar Kampfübungen machen. Und fangen wir mal hier an, würde ich sagen. So. Nochmal das. Ich kann kein Spanisch. War das überhaupt Spanisch? So, die gehören gar nicht dazu. Na dann. So, jetzt hat sich das Gebiet geladen. Jetzt sind es wieder konstant 50 FPS. Bei der Aufnahme ja immer ein bisschen weniger, als wenn ich ohne Aufnahme spiele, weil ich ja nebenbei noch schreiben muss. Sind zwar zwei verschiedene Festplatten, aber... Geht immer ein bisschen was rauf. So. Kehre zum Felsbild zurück. Wird Zeit, dass wir nicht die Tarnfähigkeit kriegen. Ist eigentlich das perfekt. Das ist der perfekte Charakter für ein Story Let's Play. Weil man sich bei allem vorbeischleichen kann. Ah! Wusste ich wirklich nicht. Ich hab's mir aber schon was gedacht. Jetzt müsste ich sie bekommen. Das wäre nicht ideal. Hat funktioniert. Telemetrie empfangen. Alle Droiden melden Kampfverlauf. Zufriedenstellend. Vielleicht kann ich eines Tages sehr zufriedenstellend abschneiden. Vielleicht. Mit Training. Nehmen Sie das Heft. Behandeln Sie es mit Respekt. Kämpfen Sie mit Ehre. Meisterin Yuan,
Ich habe das Heft der ersten Klinge gefunden. Ein Proto-Lichtschwert von jemandem, der Waffenmeister genannt wird. Das Heft sieht aus, als wären Daten darauf eingraviert worden. Natürlich. Die erste Klinge weist den Weg. Rajivari hat die legendäre Waffe selbst so gemacht, dass sie uns führt. Die Macht ist definitiv mit dir, Padawan. Bitte bring das Heft sofort zurück zum Tempel. Ich werde einen Weg suchen, um auf die Daten zuzugreifen. Okay. Das Heft der ersten Klinge hätten wir also auch. Dann mal fix wieder zu unserer Meisterin. ZZ, ziemlich zügig. Zügig, nicht zügig. Blablabla. Sprachstörung. Hallo Padawan. Oh. Schön, dass es euch gut geht. Meister Sio Bakarn, ich habe euch bei eurer Ankunft hier begrüßt. Ich habe kein Fischgedächtnis. Wie könnte ich so eine Ehre vergessen, Meister Sio? Interessant. Umgangsformen standen für Yuan nie im Mittelpunkt. Das ist Meister Yarik Kedan, auch ein Mitglied des Rats. Yuan erzählte uns von Nalin Raloch, dem Pilger, der Rajivaris Geheimnisse sucht. Sie sagte auch, die Macht bestimmt eure Ausbildung. Das mag schon sein, aber... Meisterin Yuan sprach davon, aber nannte keine Einzelheiten. Yuan glaubt, die Begegnung mit Nalin und einige Relikte beweisen, dass ihr die Quelle von Rajivari findet. Das ist haltlos. Zuerst nimmt sie diesen Trandoshaner in den Tempel auf und jetzt das? Sie wird jeden Tag unorthodoxer. Was haltet ihr von Yuans Meinung, Padawan? Ich vertraue ihrer Weisheit. Der Hohe Rat der Jedi akzeptiert Yuans Meinung. Vorerst. Doch mich sorgen die Gefahren, die euch unterwegs drohen. Dass wir die Quelle von Rajivari vor Nalin Raloch finden, ist wichtig. Doch eure Sicherheit auch, Padawan. Seht euch vor. Mach ich. Danke für die Sorgen. Für jeden, der will. So. Rajivaris Hologramm beweist, dass diese Technik existiert hat. Siehst du es nicht? Das wird diese unsinnige Debatte ein für alle Mal beenden. Überreagieren. Wenn ich überreagiere, dann... Oh, Padawan. Noch etwas länger und wir hätten nach dir gesucht. Ich dachte schon, Nalin Raloch wäre dir wieder über den Weg gelaufen. Wie läuft die Jagd? Du sagtest, du hättest die erste Klinge gefunden oder zumindest ihr Heft. Ist es... Kann ich es sehen? Ah, die Faltungen im Metall. Die Energiezellenkammer. Das sind verloren gegangene Techniken. So fingen unsere Lichtschwerter an. Es ist unglaublich, in der Gegenwart von etwas so Altem und Einflussreichem zu sein. Ich habe einen zweiten Hinweis aus Rajivaris Hologramm entschlüsselt. Um die Quelle von Rajivari zu finden, muss dieses Heft in eine Höhle in den Bergen von Tython gebracht werden. Das Hologramm sagt, die Gründer hätten in dieser Höhle meditiert. Debattiert. Sie wurden zum Rat der Jedi. Sie hatten keine Ahnung, dass einer unter ihnen dem Bösen erliegen würde. Tut mir leid, Padawan. Kaisens Hingabe zur Jagd ist ziemlich zielstrebig. Macht nichts. Seine Hilfe ist willkommen.
Viel Glück und sei vorsichtig. Das Hologramm besagt nichts darüber, was dich in diesen Höhlen erwartet. Ja, also wir haben jetzt rausgefunden, dass Rajivari, wie gesagt, ein Böser war. Nanon Raloch hat von ihm gelernt. Und die Quelle von Rajivari ist irgendeine mystische Einheit. Und er hat sozusagen jedem, der würdig ist, diese Einheit zu finden, dadurch eben den Hinweis gegeben, dass er auf dem Heft vermerkt hat, wann oder ob oder wie man da hinkommt oder wo sich die, sagen wir, die Ursprünge befinden. Sie hat dich gebeten, das Heft der ersten Klinge in seine Höhle zu bringen, in der die Gründer des Jedi-Ordens einst meditierten, und nach einer Möglichkeit zu suchen, das zu benutzen. Such nach Hinweisen in der Fleischräuberhöhle. So. Und dahin begleitet und auch Kais. Was ich immer noch cool finde, ist, dass man im Tarnmodus das hier benutzen kann. It's not a bug, it's a feature, aber ich finde es immerhin witzig. Ist wie wenn man im Tarnmodus Kleider benutzen könnte, finde ich. Gut, die sind jetzt hier, das ist jetzt hier nicht permanent, aber es ist auf jeden Fall immerhin noch eine ganz schöne Zeitersparnis, die damit verbunden ist. Dadurch, dass man das benutzen kann. So, wir müssen, glaube ich, erst da rinderwärts. Und dann wieder irgendwo hochzukommen. Ja, hier dann so hoch. Oder habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen? Ne, hier hoch, genau. Hier hoch und dann einmal rum. Da oben ist es, glaube ich. Ja. So. Ja, Jedi Schatten ist wahrscheinlich der entspannteste Charakter, den wir jemals spielen werden. Bezüglich seiner Tarnfähigkeiten. Aber es kommen noch ganz viele andere natürlich. Wir haben noch Jedi, wir haben noch einen Jedi-Ritter, wir haben noch einen Sith-Krieger, wir haben noch Soldat, Schmuggler, Kopfgeldjäger und Agent. Und das werden wir auch alles nochmal machen irgendwann in der Zukunft und das auch alles wahrscheinlich in dieser Form. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Ja, ist übrigens nicht auf dem gleichen Server wie der andere, wie Xessen, wie mein Main. Mit Xessen möchte ich ja eine Art neues Vermächtnis aufbauen auf TAE, also The Red Eclipse. Während ich hier noch einfach die Story-Let's Play machen will und deswegen habe ich den hier auf T3M4 angelegt, weil hier einfach noch meine Hauptzentrierung der Charaktere ist. Aber es ist ja eigentlich erstmal wurscht. Wo? Hauptsache wie, ne? Oder ob oder das überhaupt. Gut. Gucken wir mal. Ich dachte, Kaiser hat ja schon ein bisschen angefangen. Oh. Die Stun-Möglichkeit. Was ist das überhaupt? Okay. Nein, hat da keinen Sinn, wenn es nur ein Gegner ist. So, Nummer 2. Okay, es gibt keine Bonus. Da gehen wir einfach mal weiter. Skuriat nunchek nakrak kuvjeltras shivertskors patja runur lohasan mar kriks tulama morta vrapsak doskaskores shivertskors. Das ist sehr großzügig von euch. Ach. Wie viele von diesen Jagannath-Punkten habt ihr? Dornor Basruk, die Ende Christ, Santalis, Morta Vrapsak. Offenbar nicht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Natrasisi, Odor Dikja, Morta Vrapsak, Kretas.
Ich sollte sie untersuchen. Vielleicht bedeutet es für die Fleischräuber etwas Besonderes, die ältesten Knochen aufzuschichten. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Jedi. Uns ist schon ganz schlecht von diesem Fleischräubergestank. Ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen. Ja, haben wir. Bitte macht es uns nicht so schwer. Nalin sagte, er würde auf euch warten. Ihr habt wohl etwas, das er braucht. Er muss diese Quelle von Rachivari finden, damit er unser Dorf weiterhin verteidigen kann. Tut mir leid, ihr wart ehrlich zu uns. Aber ich muss diese erste Klinge an mich nehmen, die ihr in Kalett gefunden habt. Nalin braucht sie. Nalin geht es nur um die Quelle von Rajivari. Er hat eure Leben riskiert, indem er euch herschickte, obwohl er euch doch angeblich retten will. Ihr versteht das nicht. Wir sind alle... Wir haben Angst. Nalin kommt nur noch selten ins Dorf. Er isst und schläft kaum. Und wenn man mit ihm spricht, sehen seine Augen so merkwürdig aus. Ich sollte selbst mit Nalin sprechen. Wo kann ich ihn finden? Das weiß niemand. Er sprach davon, Kalett zu erkunden, aber das ist schon Stunden her. Er ist schon lange fort. Etwas Schreckliches geschieht, nicht wahr? Behaltet euer Artefakt, was immer es ist. Haltet es von Nalin fern. Jedi, bitte verletzt ihn nicht. Was immer aus Nalin geworden ist, er hat es für uns getan. Hier, in dieser Höhle, diskutierten wir Gründer unsere Vision des Jedi-Ordens. Und ich, Rachivari, hörte zu. Ich hörte zu, als sie unseren neugeborenen Orden verstümmelten. Als sie für die Mittelmäßigkeit plädierten. Das ist nicht hinnehmbar. Ich habe Pläne geschmiedet. Mit meiner Armee aus Typhons wahren, dunklen Söhnen werde ich diesen Rat der Narren ausmerzen, während sie noch schwätzen. Moment. Was meint er mit Typhons wahre, dunkle Söhne? Nur meine Schüler und ich werden überleben. Von Kalett aus werden wir die Jedi zu dem machen, was sie verdient haben zu sein. Wenn das Heft der ersten Klinge zurückgebracht wird, hatten wir Erfolg und die Zukunft folgt dem Weg, den wir verlassen haben. Folgt mir, Suchende. Folgt dem Weg zur Quelle von Rachivari. Es ist Zeit. Einen Teil davon verstehe ich, aber der Rest ist unklar. Okay. Dann nochmal zurück zu unserer Meisterin. Und Nalin müssen wir auch noch finden. Meisterin Yuan, ich glaube, ich habe die Koordinaten der Quelle von Rajivari.
Kaisen hat es erwähnt. Padawan, ich habe eben eine ziemlich verstörende Nachricht erhalten. Für dich von Nalin Raloch. Überleben. Meines, das meines Dorfes und eures Jedi. Interessant, darüber nachzudenken. Ihr habt meine Leute zum Narren gehalten. Das macht nichts. Es gibt andere Wege zur Quelle von Rajivari. Kommt ihr mir in die Quere, töte ich euch. Dann ist Nalin wirklich gefallen. Er will deinen Tod. Du musst wachsam sein. Es muss eine Möglichkeit geben, Nalin zu retten. Oder ihn zur Vernunft zu bringen, Meisterin. Er wird dir wohl keine Gelegenheit dazu geben. Du darfst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen immer noch die Quelle von Rajivari finden. Lass mich diese Koordinaten sehen, Padawan. Vielleicht bringt uns das voran. Ich habe ähnliche Beschreibungen studiert. Und diese Koordinate stimmt mit alten Kartografierungen des östlichen Tythos-Grads überein. Das passt perfekt zur ersten Koordinate. Gut gemacht. Dann bleibt noch diese Koordinate. Wir können die Quelle von Rajivari nicht ohne sie triangulieren. Vielleicht ist es eine Felsformation. Wenn wir zu zweit sind, dauert die Suche nur halb so lange. Schau, Padawan, im Code der Karte. Dort ist noch etwas verborgen. Eine Warnung? Die Quelle von Rajivari hat Mechanismen gegen Eindringlinge. Nur diejenigen, die Rajivaris Weg kennen, gelangen unversehrt hindurch, um sein Wissen zu erlangen. Mechanismen gegen Eindringlinge können nur eines bedeuten. Aber demzufolge wird dich das Wissen um Rajivaris Philosophien davor schützen. Faszinierend. Wir wissen, dass Khaled Rajivaris Festung war. Und bei Ausgrabungen wurden alte Computerterminals in Oberkhaled gefunden. Diese Terminals könnten Antworten enthalten, wenn sie nicht alle mit Passwörtern geschützt wären. Das Heft der ersten Klinge hat uns die Koordinaten zur Quelle von Rajivari verschafft. Es könnte auch diese Terminals entsperren. Natürlich! Diese Gravuren! Einige davon erinnern an Algorithmen. Geh nach Oberkhaled und untersuche diese Terminals auf Hinweise. Ich warte hier auf Kaisen. Wir sind schon dicht dran, das weiß ich. Okay. Dann durchsuchen wir das noch und dann kommt wahrscheinlich schon langsam in dieses Gebiet. Es geht voran. Wobei wir nicht so schnell vorankommen, wie ich gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich auf den Stadtwelten auch schon, na gut, gerade auf der Stadtwelt eigentlich müsste es ja so sein, eine Stunde lang Story hat, aber naja. Wie gesagt, wir machen heute Typhon auf jeden Fall. Hallo Jenla. Jenla macht der Machtgebeb. Jetzt aber. Ja. So, hallo. Dies scheint eine Aufzeichnung zu sein, die einer von Meister Rajivaris Schülern hinterließ. Meister Rajivari ist fort. Der Rat hat überlebt. Wir haben versagt. Sie werden uns holen kommen. Sie müssen uns belagern, wenn sie uns gefangen nehmen wollen. Wir werden nicht aufgeben. Der fünfte Grundsatz von Meister Rajivari lautet:
Einem Feind Gnade zu zeigen, erzeugt einen Strudel der Vernichtung. Wir werden viele Jedi mit uns reißen. Okay. Das sind also seine dunklen Söhne. Ich fand die Rüstungen tatsächlich relativ cool, damals schon beim ersten Durchspielen. Und auch ein bisschen irgendwie ihrer Zeit voraus, dachte ich. Weil, wenn wir hier von 1000 Jahren sprechen, ich meine, naja. Nummer 2. Noch ein Jedi. Mein siebter für heute. Meister Rajivari hat aus den Verbündeten, die er jenseits der Berge fand, eine ganze Armee gemacht. Jetzt könnten wir sie ganz gut gebrauchen. Aber sie sind verschwunden. Haben nur ihre Diener zurückgelassen. Diese Kannibalen in ihren dummen Lagern. Meister Rajivaris zweiter Grundsatz besagt, dass das ganze Leben eine Schlacht bis zum letzten Atemzug ist. Aber unsere Verbündeten haben uns keine Wahl gelassen. Okay. Dann weiter. Oh. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ich habe vergessen, meinen Tarnmodus anzumachen. So. Ich werde euch nicht mehr behelligen. Es hört nicht auf zu bluten. Verdammt. Warum habe ich nur auf Vadria aufgepasst? Meister Rajivaris siebter Grundsatz besagte doch, wer seine Stärke opfert, geht den Weg des Narren. Ich hätte sie einfach sterben lassen sollen. Egal. Die Belagerung ist fast vorbei. Das kann nur auf eine Art enden. Okay. Gut, dass wir es geklärt haben. Also, sie hatten einen Plan, eine Armee, und wurden dann aber von den Jedi überwältigt, nachdem Rajivari fort war. Was fort bedeutet, entweder war tot oder er war fort, einfach, keine Ahnung. So. Nun gut, dann gehen wir jetzt zum 30.000. Mal zu Yuan zurück. Und sehen, was sie dazu zu sagen hat. Meisterin Yuan, ich habe die benötigten Hinweise. Oh, Padawan, schon zurück? Welche Hinweise hast du gefunden? Ich glaube, ich habe genug von Rajivaris Philosophie gefunden. Also haben die Jedi Kalett belagert, nachdem Rajivari versucht hatte, den Rat zu töten. Und seine Schüler haben sie abgewehrt, ganz allein. Bemerkenswert. Rajivaris Schüler wussten, dass es keine Hoffnung gab, aber sie haben ihren Glauben bis zuletzt verteidigt. Ja, mit einem anderen Meister wären sie großartige Jedi geworden. Hoffentlich helfen dir die Grundsätze, die du geborgen hast, sicher zur Quelle von Rajivari zu gelangen. Und wenn uns Kaizen die letzte Koordinate bringt... Halt, wo ist Kaizen? Es ist... Wie lange arbeite ich schon? Keine Sorge, Meisterin Yuan. Wenn jemand auf sich aufpassen kann, dann Kaizen. Padawan, Kaizen kommt nie zu spät. Bitte such nach ihm. Er hat die Wasserfallhöhlen erwähnt, oder? Wenn Kaizen die letzte Koordinate hat, kannst du die Quelle von Rajivari triangulieren. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, Padawan. Geh und möge die Macht mit euch beiden sein. Okay. Dann los. Warum stehen hier eigentlich andere Leute? Ach, egal. Also privat gemacht von Yuan, da stehen erst ein paar Leute rum. Okay. Muss die ja wissen, wen sie alles reinlässt. Auf Typhon habe ich das Glück, dass ich mich noch relativ gut auskenne.
Ich weiß nicht, ob es später so flüssig laufen wird, aber es läuft aktuell relativ gut. Auch zeittechnisch, wir sind zwar jetzt schon fast an einer Stunde dran, aber wie gesagt, wir machen ein Story-Let's Play daraus. Und immerhin ist die Jedi-Botschafter, beziehungsweise eben Jedi-Schatten in dem Fall, Story relativ cool. Also auch sehr auf Macht fokussiert, aber eben auf die helle Seite und auf sozusagen alte Geheimnisse. So, also fast wie die Sith-Inquisitor-Story, nur halt so ein bisschen mehr Jedi-like, logischerweise. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Hilfe. Jede Botschafterphase. Oh. Entschuldigung, ich will euch nur bekehren. Ich will euch nicht wehtun. Was habe ich denn da bekommen? Ja. Die Bonus hätten wir. Dann retten wir mal Kaifen. Kaifen. Das sind ja auch noch da. Haben wir eigentlich schon wieder neue Fähigkeiten? Das geht am Anfang immer relativ schnell. Okay. Diesmal muss er gleich weg, dass er nicht wieder in der Sequenz steht. So. Nalen ist schlau. Auch die kleinste Information könnte für ihn von Vorteil sein. Ihr seid immer noch eine Person, Kaisen. Ob ihr nun Punkte habt oder nicht. Oh, traurig. Kaisen, Meisterin Yuan war stundenlang im Tempel. Nalen muss irgendeinen faulen Trick angewendet haben, sodass ihr geglaubt habt, mit Yuan zu sprechen. Er kann sie ruhig finden. Ob er aber hineinkommt, ohne die Hinweise, die ich gesammelt habe, ist eine andere Sache. Okay. Dann gehst du erstmal auf Schaden, damit wir hier ein bisschen auch schneller durchkommen. So. Wie lang? Ah, direkt nach hinten. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Betritt die Quelle von Rajivari. Wir nähern uns in schnellen Schritten dem ersehnten Ende unserer hiesigen Missionen.
Ah, sind wir auch schon. In Teilfen die Schmiede. Gut. Auf zur Quelle von Rajivari! Machen wir unsere Meisterin stolz. Weil ich immer noch unwissend darüber bin, was wohl Kaisen meinte mit. Da war plötzlich Yuan. Übrigens auch super Wegführung hier. Wenn es nur rechte Winkel gibt, ist es natürlich nicht so toll, ne? Okay. Oh, na klar. Gibt's hier eine Bonus? Weiß ich gar nicht. Ja, gibt's. Okay. Haben wir hier noch eine neue Fähigkeit bekommen? Okay, das ist diese Befreiung von unschädlich machenden Effekten. Mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Achso, in die Richtung können wir natürlich nicht. Gut, ne, wir machen jetzt 5 Gegner weg und dann können wir ja getarnt weitergehen. Das sind ja hier alles Schamanen. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da oben irgendwie... Ach ne, hier durch geht's. Okay, ja, dann müssen wir trotzdem erst noch einen Schaman umbringen. Weil ich glaube, da hinten waren keine mehr damals. Sehr schön. Jagdfieber. Der erste Teil ging. Dann wird es immer schlechter. Okay. Ah. Ah, hier ist erst die Phase. Okay. Ja, sie hätte mir den einen auch noch rauben können. Gut. Nicht weiter, Suchende. Ihr seid ohne Läuterung hier. Das ist eine Beleidigung für Rajivaris Andenken. Rajivaris Schüler hatten Fehler, aber sie gingen durch das Feuer und wurden wiedergeboren. Nur ein persönliches Opfer zeigt eure Stärke und Entschlossenheit. Wird die Flamme euch läutern? Ich werde im Feuer stehen und euch meine Stärke zeigen. Starke Worte. Aber Selbstopferung ist der Weg der Narren. Die Quelle von Rajivari ist nicht gütig zu Eindringlingen. Flieht oder leidet. Aua, ich brenne. Oh, hallo. Ihr, dann habt ihr... Ihr habt es also geschafft. Ich hatte gehofft, Nalin hätte euren Kopf schon als Trophäe. Ich kam hierher, um mich zu beweisen. Nalin gegenüber. Aber die Fallen... Egal, ihr seid der Feind. Solange ich noch eine Klinge halten kann... werde ich sie euch ins Herz stechen. Ich kämpfe nicht gegen jemanden, der verletzt ist. Gnade führt nur in einen Strudel der Vernichtung. Ihr gehört nicht hierher. Eure Ignoranz sollte euch verschlingen. Aber alles zu seiner Zeit. Ach ja, das war jetzt, wo man jetzt so schön langsam laufen kann, nur noch. Ich werde keine Angst haben.
Ich kann das überleben. Okay, langsam sind wir, glaube ich, nicht mehr ganz da. Oh, da ist er ja endlich. Hallo, Meister Rajivari. Natürlich, eine Verfolgerin. Wer nach verbotenem Wissen sucht, wird immer von irgendjemandem verfolgt. Falls ihr wegen Nalin Raloch hier seid, er war hier und ist fort. So vieles ist vergänglich. Aber ich bleibe. Ich bleibe der Mann, der ich war, Rajivari. Womit genau habe ich es zu tun? Ja, nur Folge. Diese Ademung, Ragorant, Ragirwirklexisknas. Euer Haustier ist intelligenter, als es aussieht. Als mein Körper versagte, weigerte ich mich, eins mit der Macht zu werden. Wie hätte ich können? Die Jedi waren immer noch nicht perfekt. Hier in meinem Labor habe ich bestimmte Geräte hergestellt. Ich könnte einem Schüler innerhalb eines Tages das Wissen von Jahrzehnten geben. Einem Schüler, der würdig wäre, meine Vision weiterzutragen. Ihr sagtet, Nalin kam hierher. Ja, Nalin. Ich hatte solche Hoffnungen, als er kam. Aber Enttäuschung. Nalin ging durch die Fallen, anstatt sie zu lösen. Er hat schwer gelitten. Aber ihr habt mit intaktem Verstand überlebt. Nalin hingegen nicht. Kann man für Nalin etwas tun? Möglich, aber zweifelhaft. Es war ein Fehler. Nalins Verstand war dem Wissen, das er verlangte, nicht gewachsen. Ich habe keinen Nachfolger, sondern ein Monstrum. Nalin wird die Jedi nicht erneuern. Er will sie und alles andere auf dieser Welt vernichten. Angefangen mit der Schmiede, wo die Lichtschwerter gemacht werden. Ohne die Schmiede verlieren die Jedi ihre Kampfkraft. Ihr müsst Nalin aufhalten, ehe er sie zerstört. Ich dachte, ihr wolltet die Jedi vernichten. Ihr habt den Rat angegriffen. Ich wollte ihn reinigen, einen Neuanfang versuchen. Nalin will nur Asche. Diese Waffe wird gegen Nalin nichts ausrichten. Aber ihr tragt das Heft der ersten Klinge, ein alter Freund. Durch eine einfache Prozedur könnte man es zu einem Lichtschwertgriff machen. Wenn man sein Alter bedenkt, braucht man vielleicht noch einen Kristall aus den Höhlen der Schmiede. Endlich werde ich die Waffe eines Jedi tragen. Gut, das passt jetzt nicht ganz. Und sucht die Schmiede auf dem Berggipfel. Stoppt Nalin diese Abscheulichkeit, die mein Wissen geschaffen hat. Meister Rajivari, ihr habt an dieser Existenz tausende von Jahren festgehalten. Vielleicht ist es Zeit, sie zu beenden. Ach, Kind. Ihr seht nur, was die Jedi sind. Aber ich sah, was hätte sein können. Die anderen wollten nicht hören. Ich sprach von Stärke. Sie kauerten sich zusammen. Ich sprach von einem goldenen Zeitalter. Sie schwätzten davon, zu weit zu gehen. Es wird geschehen. Eines Tages wird der richtige Akolyt meine Vision vorantreiben. Ihr habt Nalin Raloch für den richtigen Akolyten gehalten. Jetzt ist er eine Gefahr für alles, was ihr zu schaffen geholfen habt. Aber ihr seid gefolgt. Es werden andere kommen. Was bedeutet mir warten? Geht, haltet Nalin auf, bevor ihr den Jedi-Orden vernichtet. Eines Tages werde ich ihn gerettet sehen. Hey. Ich glaube, wir gehen mal in die gelbe Richtung.
Ach komm. 5000 ist ja jetzt nichts. So, komm. Annehmen, so. Gut, wir müssen jetzt wieder raus hier. Und zwar dann zur Schmiede. Zur Endmission, glaube ich, ist es. Ja, sieht so aus. Müsste die Endmission sein. Also die letzte eben hier auf dem Planeten. Na, dann mal los. Halten wir Nalin Raloch auf. Okay. Lohat. Kaisen wollte was sagen, war mir egal. Gut. Gut, hier gibt es auch keine Bonus. Dann Speed. Wie auch hier immer noch schöne Knicks reinbauen. Fabelhaft. Da oben. Oh, schöne Höhle. Nun gut, holen wir uns einen Kristall. Sieht nach einem grünen aus. Kann sie aber eh egal sein eigentlich. Ich habe ja schon einen violetten. Und Richtung Schmiede. Das bedeutet, wir haben im Endeffekt jetzt... Rajivari wollte den Jedi-Orden nur erneuern, ihn nicht zerstören. Nalin Raloch hat jedoch die Vision bzw. die Lehren Rajivaris falsch verstanden. Sein Geist, seine Prophezeiungen haben ihn nicht richtig erreicht. Und wir müssen jetzt sozusagen den Scheiß ausbaden. Das ist die Kurzfassung. Ich finde übrigens, und das ist... weiß nicht, ob sie das jetzt mittlerweile mal verbessert haben... Man kann hier drüben die Schmiede sehen, aber das ist die Schmiede des Jedi-Ritters. Unsere ist genau die gleiche und es gibt nur die einzig wahre Schmiede. Das ist sehr cool gemacht. Und gut, wenigstens haben sie nicht wieder so eine Höhle genommen, wo gleich aussieht, auf jedem Planeten, in jeder Instanz. Ich glaube, wir brauchen hier gar keine Tarnung mehr. Gut. Jetzt aber schnell. Wir wollen ja schließlich Nalin retten. Treiber könnte auch mal wieder jemand reden. Okay. Dornor Basrum. Die Endekris. Sankalis. Morta Frapsak. Skocharad Mars Osla. Rajivari hat mich unterrichtet. Ich habe den Kristall. Ich denke, ich bin bereit. Thank you.
Was ich bei diesen Szenen schon immer problematisch finde oder fand, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben. Ne, haben sie nicht. Dass man ja nur tatsächlich nur eine Einhornwaffe in dem Dings baut. Wobei man ja jetzt schon sozusagen ab Level 1 die erweiterte Klasse wählt. Ist unschön, sagen wir mal, gelöst. Aber naja. Stört uns ja in dem Sinne, wie gesagt, sowieso nicht. Also von daher. Nee, oder? Gut. Ah. Lichtschwert des Schattens. Okay, ne, wir haben ja eins jetzt. Können hier schon mal Inventar. Heft. Charaktermenü. So, haben wir schon mal. Das Licht wird sozusagen ein bisschen aufgebessert und jetzt reden wir mit Nalin Raloch. Wie passend, dass ihr es seid. Bewaffnet mit dem letzten Lichtschwert, das diese Schmiede jemals machen wird. Seht sie euch an! Wieder ein Jedi, der nickt und predigt und nichts tut, während die Fleischräuber unsere Heimat zerstören! Ich kenne Rajivaris Geheimnisse. Die Schrecken, die Jedi jagen, die dieser Jedi jagt. Und nur ich kann uns, unsere Familien und unsere Zukunft beschützen. Egal, welche Zukunft ihr für Kalikuri schaffen würdet, sie wäre von dem befleckt, was ihr geworden seid. Nalin, das ist... Ihr geht zu weit. Wie soll uns das beschützen? Ich habe das für euch alle getan. Wenn ihr die Gefahr nicht erkennen könnt... Dann werde ich sie euch selbst zeigen! Hört auf eure Leute. Sie wollen das nicht. Alles wird einen Sinn ergeben, wenn ihr tot seid. Bringen wir es hinter uns! Ich hatte vergessen, wie mein eigenes Blut riecht. Ich gebe auf. Ihr habt Nalin Raloch geschlagen? Bitte, ihr wollt ihn doch nicht töten. Ich werde ihn nicht töten. Er kann in den Jedi-Tempel gehen, bis über sein Schicksal entschieden wurde. Und doch werden wir ihn verlieren. Das Dorf braucht Nalins Hilfe. Wie sollen wir es ohne ihn schaffen? Kalikori ist mehr als nur ein Mann. Ihr werdet überleben, wenn ihr zusammenhaltet. Kalikori ist ein Ideal. Mehr als nur ein Mann. Wir werden überleben, wenn wir zusammenhalten. Wir können Nalin zum Tempel tragen, Jedi. Er gehört immer noch zu uns. Vielleicht nicht, aber das ist ein Anfang und kein Ende. Herold der Zählerin? Was ist das? Wenn ihr wirklich glaubt, dass ich dieser Herold bin, werde ich mein Bestes tun, diesem Namen gerecht zu werden. Gut, melde dich beim Rat der Jedi.
Und das müsste dann das Letzte sein, was wir in dieser Folge machen. Und die Folge war echt lang. Es ist 14.35 Uhr. Gott. Es geht jetzt schon fast anderthalb Stunden. Naja. Mal sehen, ob wir das als eine Folge machen. Ihr werdet es wissen. Es war einfach nur so ein flüchtiger Gedanke, jetzt mal ein Story-Display zu machen. Ich hatte echt kein Gefühl mehr dafür, wie viel es eigentlich ist. Oder wie lang das eigentlich ist. Bitteschön und bitteschön. So. Wir haben euch erwartet, Padawan. Ihr kennt ja bereits Meister Jarik. Das ist Meisterin Satil Shan. Großmeisterin. Bitteschön, wenn schon, ne? Ich behandelte Nalin Raloch. Pilger brachten ihn her und erzählten von eurem Kampf. Bemerkenswert. Wie schwer ist er verletzt, Meisterin Satil? Ich wusste nicht, ob er durchkommt. Das schon. Doch es wird seine Zeit dauern. Wir müssen noch viel über die Dorfleute lernen und unsere Position überdenken. Genug, genug. Padawan, die Quelle von Rajivari, warst du tatsächlich dort? Bitte erzähl mir alles. Die Relikte und die Technologie sind noch da. Die Historiker werden jahrelang zu tun haben. Zeichne jedes Detail für mich auf. Einfach alles. Offenbar hattet ihr recht, Yuan. Ich... entschuldige mich. Bei euch und eurem Padawan. Sie ist kein Padawan mehr. Sie trägt ein Lichtschwert und hat sich bewiesen. Ich habe nur noch eine Frage, dann ist die Ausbildung abgeschlossen. Im Moment ruht Nalin Raloch in einem Koltotank. Was wird aus ihm, wenn er geheilt ist? Nalin beweist große Stärke in der Macht. Vielleicht hat er bei uns eine Zukunft. Das könnte zur Versöhnung mit den Dorfbewohnern führen. Gute Idee. Ihr seid bereit. Nun nehmt euren Platz als Jedi ein. Yuan, wärt ihr so gut? Vor diesem Rat enthebe ich dich des Titels Padawan. Ich ernenne dich zum Jedi unseres Ordens. Ehre, was war. Kämpfe für die Zukunft. Möge die Macht stets mit dir sein. Du hast dich so gut entwickelt. Ich bin... Meisterin? Beiseite. Yuan, hört ihr mich? Yuan ruht sich jetzt erst einmal aus. Sie scheint an einer Art Krankheit zu leiden. Ich kann jetzt nicht lügen. Ihr Zustand ist ernst. Wir haben die besten Heiler in der Galaxis. Können wir nichts tun? Ihr wusstet davon und habt nichts gesagt? Wie geht es jetzt weiter? Wir schicken Yuan nach Coruscant. Unsere Forscher dort haben Artefakte aus dem ersten Jedi-Tempel. Vielleicht haben sie auch etwas für Yuan. Am besten ihr folgt Yuan nach Coruscant. Sie braucht eure Hilfe. Ich tue alles, um sie zu heilen. Lohasamar kriegst du Lama. Mordavrapsak, das Kaskores. In der Zwischenzeit studieren wir eure Entdeckungen über Rajivari. Einigen Aufzeichnungen seiner Schüler sollte man auf den Grund gehen. Wenn ihr auf Coruscant seid, sucht die Botschaft im Senatsgebäude auf und wendet euch an den Forscher Atros Finn. Er wird euch erwarten. Viel Glück.
Für euch beide. Möge die Macht mit euch sein. Jawohl, und damit würde ich sagen, reicht es für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Story-Sonderfolge mal wieder ein. Ich werde jetzt auf Typhon die ganzen Planetenquests noch natürlich fertig machen. Das habe ich mir vorgenommen, um einfach den Story-Hintergrund, falls irgendwann mal Anspielungen kommen, komplett zu haben. Aber für den Part des Story-Let's Plays sind wir für heute durch. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.